Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Ups, da musste ich aufstoßen. Entschuldigung. So. Wir haben jetzt noch ein bisschen Titan und Lithium übrig. Ich würde jetzt noch mal versuchen hier. Dafür brauchen wir noch ein Glas. Momentos. Hier nehmen wir uns noch mal ein bisschen Quarz raus. Machen wir uns hier noch schnell die einzelnen Schränke hier hin. So. So. Und so. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Lagerplatz. Ein Glas kriegen wir noch gerade so hin. Das Titan, weiß ich nicht. Müsste ich gucken. Haben wir noch ein bisschen was im Schrank? Ja. War, glaube ich, nur ein Titan, oder? Ne, zwei. Ein Glas, zwei Titan. So. Dann nehmen wir uns noch die zwei Titanen raus. Machen uns das eine Glas. Und dann würde ich sagen, müssen wir ja sowieso Quarz sammeln. Und deswegen bauen wir uns jetzt sozusagen die Seemotte ein bisschen aus. Bezüglich nicht weiter aus, sondern ein bisschen ab. Und zwar nehmen wir jetzt hier mal alle Dinger raus. So. Denn. Welcome aboard, Captain. Jojo. Hier müsste irgendwo der Bohrarm zwischen sein. Da ist er. So, den nehmen wir uns auch auf alle Fälle mit. Das können wir schnabulieren. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Trinken mit. So. Gut. Dann machen wir uns jetzt noch einmal mit der Basis hier voll. Also, chinesische Kartoffeln. So. Lecker. So, dazu noch zwei Früchte. Einmal was trinken. Und jetzt einmal wieder ganz nach oben. Da laufe ich in die falsche Richtung. Wir müssen hier hinten zur Motte einmal. Zum Exo-Anzug. So, setzen jetzt hier die Ärmchen, also die ganzen Lagersachen mal ein. So. Und dann einmal einsteigen. Blub. Und jetzt hier einmal rübergleiten. Dran vorbeigeschrubt. Hoch, 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 hoch. Gut. Dann nehmen wir uns hier jetzt mal die Energiezellen raus. Ich denke mal, vier Stück dürften reichen. Tauschen jetzt hier mal Energiezellen aus, die leer sind. So. Auf der anderen Seite müsste, glaube ich, noch 94. Da haben wir noch eine 100er. Jetzt ist das alles wieder voll. Dann packen wir hier die Energiezellen wieder drauf. So. Damit die wieder vollgeladen werden. Damit wir hier nicht ganz so stecken bleiben. Dann könnten wir hier einmal die Batterie rausnehmen. Hier können wir die Batterie rausnehmen. Hier einmal noch raus. Das Schweißgerät ist voll. Gut. Packen wir hier die halbleeren Batterien mal drauf, damit die auch schon mal laden können.
So. Eine chinesische Kartoffel können wir uns noch zwischen die Binde hauen. War hier jetzt soweit alles leer? Ja, bis auf hier. Aber das ist okay. Dann packen wir hier nochmal das ganze Wasser dazu. Bezüglich den Erbauer können wir noch dazu packen. Der Fisch kommt gleich noch ins Glas und den Arm. So. Haben wir hier noch einen Fisch mehr? Machen hier mal die Tür zu. Die Innenbeleuchtung einmal ausschalten. Und wir fahren ab. So. Ich glaube, ich nehme mal die Kamerasteuerung. So. Halbwegs mal drumherum um die Basis. So. Und jetzt hier einfach drüber fahren. Dann suchen wir uns jetzt Quarz. Ha, da unten ist noch ein Schatten. Mit der Kamera lässt sich das U-Boot so einfach steuern. Ach, ist das schön. So. Das sieht so gruselig aus, wenn die so komisch leuchten. Du greifst mein Riesen-U-Boot an hier. Dir ist schon bewusst, dass das nichts bringt. So. Den Müll haben wir auch schon mal durchguckt. So, ich möchte nämlich jetzt hinten zum Grand Reef. Weil da ist eigentlich immer relativ viel Quarz, was man einsammeln kann. Mit dem Exosuit ist es halt eigentlich relativ easy. Wir haben sogar einen Bohrarm dran. Und mit den U-Boots sind wir halt relativ flexibel. Ab hier können wir schon langsam tauchen. Es geht die Tiefe. So. Okay, noch ein bisschen auftauchen. Denn um Essen brauchen wir uns ja nicht sorgen. Wir haben ja an Bord an und für sich relativ viel, was wir somit auch verpulvern können. Also denke ich mal, dürfte das nicht so das Problem werden. Wann kommt denn das gleich immer? Müsste doch gleich hier irgendwo tief runtergehen, oder? Ist hier schon? Wir tauchen einfach mal noch ein bisschen weiter. Jetzt hört doch mal auf, mein U-Boot hier zu hauen. Das hat euch gar nichts getan. Okay, hier ist ein komischer Stein. Und an und für sich. Liegt hier auch relativ viel Quarz rum.
Okay, gut, dann würde ich mal sagen, Tür auf, ab in den Exo. Und jetzt geht die Bohrarbeit los hier. So, da fliegt schon das ganze Quarz einfach weg. Na, liebes Quarz? Keine Angst, du wirst gleich eingesammelt. Ah, noch ein kleines Stück ist da. So, Hams, Hams. So schön einfach. So. Ach, da ist noch eins. So, das hier sieht aus nach Kupfer. Macht nicht so eine komischen, angsteinflößenden Geräusche hier. So, Kupfer nehmen wir natürlich jetzt auch mal mit, wenn wir schon hier sind. Können wir auch mal richtige Bohrarbeiten machen hier. Schon alles leer? Ja. Einmal. Na? Okay, das Einsammeln ist doch ein bisschen schwer. Mal warten, bis der Arm richtig ausgeruht ist. Also in der richtigen Position. So, das nehmen wir natürlich auch mit. Und hier das nächste. Einfach zerstören. So. Ach ja, ist das herrlich. Es war nie so einfach, Quarz zu sammeln. So, der letzte Rest. Ah, komm. Kein Platz mehr für dieses Item. Okay. Oh. Anzug ist schon komplett voll. Was ich mich jetzt aber sowieso frage, das ist ein bisschen wenig Lagerplatz. Hätte der nicht eigentlich mehr haben müssen? Oder geht es nicht mehr? Und zwei Upgrades sind halt doch zu viel des Guten. Welcome aboard, Captain. Könnte natürlich auch möglich sein. So. Ja gut, dann müssen wir dann halt noch andere Upgrades mit reinpacken. Aber das wird auch nicht so schlimm sein. So. Zack. Zack. Ah, da ist noch ein kleines Stück. Das wollen wir natürlich auch haben. Wir sind ja ein bisschen Ego. So.
Alles wunderschön einsammeln hier. Haben wir uns ja alles verdient. Das ist noch so ein großer Kristallbrocken. Huch. Was ist denn das hier? Oder was soll das sein? Ist das Silber? Einfach mal abbohren. Nee, das ist Blei. Oder? Ja, Blei. Na gut, nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir das schon angefangen. Warum soll das denn hier so verunschandelt rumliegen? Ist doch sehr schön. So. Sammeln. So. Sind wir ja jetzt im Bleihimmel hier. Hier liegt noch ein einzelnes rum. Das nehmen wir auch mit. Da haben wir noch einen ganz normalen Chunk mit Titan. Dann einmal zurücklatschen. So. Können wir uns einmal hier kurz so hinstellen. Dann machen wir hier einmal auf, nehmen noch mal ein bisschen raus. So. Müssen das leider manuell jetzt hier reintragen. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Können ja hier den ganzen Lagerraum jetzt mal voll machen. So. Ja, schön. Sehr schön. Gut, dann wieder einmal raus. Den Rest mitnehmen. Da wir ja sowieso hier gerade sind, sammeln wir hier den Schrott gleich mit weg. Was soll der Geiz? Ein Fischi. Na du? Geht's dir gut? Steck dich zu Hause zu ein paar Brüdern mit hinzu. So. Ja, doch, war richtig. Da können wir dann nochmal Metallschrott reinpacken. Der ist ganz voll. Und hier auch nochmal ein bisschen rein. Oh, und voll. Gut, dann müssen wir einmal nach oben. Denn Fischi kommt zu den anderen Fischis. Und hier können wir auch nochmal richtig was reinpacken. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal ein Folgenende. Aber wir können auch schnell was essen. Bevor ich einen Cut mache. Zwei chinesische Kartoffeln. Plus ein paar Früchtchen. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt einen Cut. Und man sieht sich in der nächsten Folge bei Subnautica.